Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem LS22RP-Projekt Grow Level Up. Wilma und Wolle sind hier wieder am Start und wir sind ganz fleißig und haben ein Gespräch vor uns. Gell, Wolle? Ja, wir wollen in der Hohen Kammer anrufen. Das haben wir, da haben wir keinen mehr erreicht in der letzten Folge. Ja, aber wahrscheinlich Pause oder so. Wir wollten eigentlich noch ganz gerne wissen, was in den anderen Umschlägen ist, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Wollen die uns das nicht verraten, die Schlawiner-Wutzelmänner? So, Wilma, ich mache jetzt schnell mal Kalk auf dem, was wir schon angesehen haben, weil das ist ja 0 Uhr auch Rio de Janeiro. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, das muss noch. So. Zack, da düse ich jetzt hier runter. Sag mal, wie dein Stand ist. Ich bin gerade noch hier auf der 10, versuche noch einen Ballen zusammenzubekommen, aber das sieht eher schwierig aus. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier gleich abbrechen die und Zeit zum. Nicht. Genau. Und hochfahren. Also, ich will hier nur mal lang, ob ich hier noch irgendwie eine Bahn übersehen habe. Aber ansonsten. Stell werde die Ballenpresse, gleich wenn du hochfährst. Ja. Fahr bitte links rum und stell die Ballenpresse direkt an der 79 ab. Das Feld wird an der Reif nach der Nacht. Ballentechnisch. Ah, ja. Ja, perfekt. Das ist ja, das ist hier so wie. Dann haben wir hier sogar was drin. Und dann kannst du gleich hochfahren und kannst dir den Drescher schnappen. In der Hoffnung, dass es jetzt gleich, wenn die Zeit laufen würde, vielleicht aufhört mit Schneien. Ja, das Einzige, was ich noch machen muss, ist einmal zum Händler, weil unsere Geräte so ein bisschen kaputt sind. Der Traktor? Ja. Ja, der lässt schnell durchreparieren. Muss ich auch noch. Ja, der macht das. Ja. Ja, wir müssen ein bisschen Gas geben heute, Wilmi, weil wir können nämlich auch noch, ich überlege, ob ich. Nee, ich Kalkast. Ich kalk, glaube ich, erst. Ich will jetzt erstmal schnell kalken. Oh, das ist alles so eine Piepelmannsarbeit gerade aktuell, weißt du? Ja. So ein bisschen kleines Rumgefutzel. Erst so ein bisschen Stroh einsammeln. So ja, weil wir eben weil die Felder eben noch nicht ganz so ready sind. Ja. Das hat uns mit dem Schnee, das hat uns echt nicht gut in die Karten gespielt. Nee, überhaupt nicht. Das war ganz, ganz schlecht. Ja. So, ich bin jetzt beim Händler und würde mal ganz kurz da abklären, ob da jemand sich drum kümmert hier, ne? Ja, mach hin, ich glaube, Drechen geht schon wieder. Oh, perfekt, dann und es ist Regen gemeldet. Das musst wirklich beeilen. Okay, ich beeil mich. Danke. So, gut, dann hoffen wir mal, dass Wilma schnell repariert bekommt. Wir müssen einmal ganz schnell Kalk laden. Müssen einmal außenrum die Kalkbahn ziehen. Boah, belastend. Ein bisschen Stroh einsammeln, ein bisschen ansehen, ein bisschen kalken, das ist halt alles kacki. Aber na gut, wir haben die Geräte dann gleich dort stehen und können dann weitermachen. Die sehen auch schon wieder an. Ah. Die Hohe Kammer, Streng, guten Abend. Ja, Herr Streng, ich grüße Sie. Hier ist der Ackerer, der Willi, Wolle. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich wollte mal fragen, Sie haben uns gar nicht verraten, was in diesem anderen Umschlag drin war. Ja, in dem Pinken. Nee, sagen Sie doch mal, wir wollen das wissen. Sagen Sie das nicht? Ja, naja, hat ja keiner von Ihnen genommen, ne? Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Pink wäre ein Picknick mit mir und dem Herrn Ditscher zusammen. Und ein Ausflug in den Tierpark. Ernsthaft jetzt? Ja. Oh, wow. Das wäre toll gewesen. Das hätten wir gekriegt. Ja, das hätten Sie gekriegt. Und was war in dem Roten? Gute Frage. Ich glaube, da war ein Song drin. Ach du grüne Neune, da haben wir ja gar nicht so schlecht gewählt. Ja. Aber dann, na, obwohl Pink wäre eigentlich optimal gewesen. Pink hätte die meisten XP-Punkte gegeben mit 12.500. Ja, tatsächlich. Na gut, Vorsicht, komme. Oh, ich habe sie gesagt. Lang. Ja, ich weiß. Ich habe sie gesagt. Reagieren. Ich drehe sie wieder rum. Ja, danke. Fahren Sie raus. Gut, dann wiederhören, Herr Streng. Tschüss. Ja, macht es gut. Heiliger Bimbam. Wilma, ich habe gerade den Polizisten volle Bude aufs Dach gedreht. Oh, und nicht schon wieder. Es war nicht meine Schuld. Ich habe ihn unten. Und das ist gut. Ich habe ihn unten kommen sehen und habe gesagt, Vorsicht, Herr Streng, ich komme. Und er ist trotzdem weitergefahren. Oha, das aber er hat es mit Humor genommen. Also pass dann auf, in den pinken Umschlag. Ja, ganz kurz, Wolle. Die Seemaschinen sind da. Wir sollen sie zeitnah bitte abholen. Ja, mach mal, wenn wir zeitnah Zeit haben. Okay. Ich kalk jetzt erstmal schnell. Oh, Wilma, du musst in den Drescher jetzt. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Du bist auf dem Weg. Es soll. Ja. Och, Wilma, es soll 2 Uhr wieder regnen, ey. Das hält doch ein Mensch im Kopf nicht aus, ey. Was ist denn bitte für eine Kacke hier? Meine Güte nochmal. Ich sprinte. Sprint mal. Ja.
So, pass auf, in dem pinken Umschlag war ein Abendessen, ein Picknick und Abendessen mit dem Herrn Streng und dem Herrn Ditscher. Oh. Plus halt 12.500 XP. Da hätten wir den ganzen Kauderweg nicht gehabt und wären eigentlich fertig gewesen. Ja, das stimmt schon. Also schlecht wäre es nicht gewesen. Ja, ja. Aber woher soll man das wissen, ne? Ich sag jetzt mal so, wir hatten in den Toren auch schon mal was richtig Gutes, ne? Ja, aber man muss ja auch, also ich denke mir halt auch so, Wilma, man muss ja auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Mit den Toren. Nee. Du willst die Kirche aus dem Dorf rauslassen? Ja, ich will die mit nach Hause nehmen. Richtig Vollgas, sagst du? Ja. Auch mal 100.000 XP nebenbei. Ja, du, ja, Wilma, wie war das denn? Ja. Wusstest du, dass wir... Oh, Wilma, ich habe eine Idee. Ich kalk das Feld, hau drüben gleich noch eine Bahn mit drauf und dann schnapp ich mir den zweiten Drecher gleich mit. Ja. Dann fahr doch, warte mal. Soll ich doch schon hoch? Doch auf die 42. Okay. Ich überlege. Aber ab 22 Uhr Spur. Mach erst mal die 35 Blatt, Wilma. Mach erst mal die 35 Blatt. Das wird die schon haben? Okay. Ja, das nützt nichts. Lass mir das erstmal runterholen. Und ich gucke, entweder wir schaffen... Warte mal, wie lange regnet denn das? Ach so, guck mal, das regnet auch nur 2 Stunden. Also 4 Uhr ist schon wieder vorbei. Ach komm, da brauchen wir keinen Stress machen. Okay, und in der Nacht geht's ja auch schneller. Ja, dann ist ja entspannt, okay. Okay, soll ich trotzdem mit der 35 starten oder hochfahren? Nee, start mit der 35, da bist du ja einmal. Jo. Bin gleich wieder da. So, Chat... Macht mich jetzt nicht wahnsinnig. Ich muss jetzt hier das Angesehene kalken, weil 0 Uhr eine Wachstumsstufe springt und dann können wir nicht mehr kalken. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell hier drüber fetzen und kalken. Dann kann ich mich in den Drecher setzen und miternten, beziehungsweise Stroh einsammeln und schon ansehen oder was auch immer. Oder beziehungsweise Ballen wegfahren. Im Ernst, dann nimmt ihr den Anhänger mit, bis nicht so weit zu fahren. Ja, genau. Aber der Drecher fährt halt auch 40 km/h. Also mit dem Anhänger sind wir jetzt, ob wir da so viel rausholen am Ende. Ich muss erstmal unser angesehenes kalken, weil diese, das kriegen wir nicht mehr gekalkt, wenn wir, wenn wir 0 Uhr überspringen. Dann kommt hier eine Wachstumsstufe drauf und dann ist Feierabend, dann ist Rio. Und deswegen, wisst ihr, wie ich meine? So, das kalke ich jetzt so schnell. Dann blase ich runter, mach noch einmal voll und dann fahre ich direkt weiter. So, Wilmi, da bin ich wieder. Hallo. Oh, da geht ganz schön Kalk raus hier. Leco mio, Muchacho. Was geht denn da drauf auf die 42? Das ist ja übel. Kalk ist immer schlimm. Dass wir da aber auch nicht mal einen größeren, oder wir müssten vielleicht einen Punkt in den größeren Kalkstreuer setzen dann. Haben wir noch einen Punkt? Nee, haben wir alle rausgehauen, ne? Ich glaube, wir haben da nichts mehr übrig. Nee. Müssen wir mal wieder einen Punkt machen, Wilmi, oder? Ja, das wäre schon schön. Oh, warte mal, bei mir steht hier einer mit Blinklicht. Oh, was ich dir sagen wollte, sonst vergesse ich das wieder. Ja, bitte. Unsere Schafis haben doch wieder Futter drin. Das hat mit dem Ballen doch geklappt. Den ich da hingestellt habe. Super. Ah, das ist Herr Ditscher hier. Hallo, Herr Ditscher, grüß Sie. Ja. Entschuldigung, Fenster zu. Ich kalke. Ich wollte nur Bescheid sagen. Ich bin sehr stolz auf Sie. Danke. Warum? Echt toll, wie sie aufgeräumt haben, die Fahrzeuge untergestellt haben. So. Ja, super, ne? Ja. Ja. Und dann wollte ich Ihnen noch eine kleine Belohnung vorbeibringen. Ach nee. Das ist nett von Ihnen. Die nehmen wir. Bitteschön. So. Ach ja, hat sich kaum... Hat man gar nicht... ja, wie soll ich es Ihnen sagen, Herr Ditscher? Wie macht auch Mist, ne? Ja, da gebe ich Ihnen recht. Da gebe ich Ihnen aber recht. Aber für das Großvieh, da müssen Sie jetzt mal Gas geben. Ja, da geht mir auch krass. Ich habe gesehen, wir können jetzt auch bei den anderen gucken, wie weit die sind. Ja, ich will 2 Level sehen heute. Oh, das wird nicht. Ach, herrje. So, warte mal, was haben denn die? Die Seitenstecher sind bei 33, kurz vor 34, Wilmi. Ich habe nämlich meinen Adventsurlaub schon geplant, wissen Sie. Und Beule und Kleid sind kurz vor 30. Ich fahre auf die Weihnachtsinseln. Was? Können Sie vergessen, Sie fahren nirgendwo hin. Ja, genau. Wenn Sie nicht langsam Gas geben, dann kann ich das vergessen. Ja. Warum wollen Sie denn auf die... Ach so, Sie wollen sich verpieseln oder was? Naja, ich wollte jetzt Feierabend machen bald. Ach so. Wie Feierabend? Ja, ich glaube, der will komplett Feierabend machen. Ja. Nee, das läuft nicht. Herr Ditscher, das können Sie vergessen. Nee, ich wollte mich eigentlich absetzen. Wir sind ja komplett. Ja, wie viele Mal sind das eigentlich schon, dass Sie sich absetzen, Herr Ditscher? Das erste Mal, dass ich selber mich dazu entscheide.
Ehrlich? Ja, die anderen Male bin ich entweder beim Kreuzfahrtschiff rausgeschmissen worden. Ha. Auf den Kapverden, na, haben die mich ausgesetzt. Ja. Ja, und das andere Mal, da habe ich einfach vergessen, dass ich auf Kreuzfahrt bin. Ach, haben Sie vergessen? Ja, da bin ich eingeschlafen in Rom. Ach, das ist ein Ding. Ja, und dann bin ich wieder aufgewacht, dann fiel mir ein, ach Gott, das Schiff. Ja, das ist ja eine Katastrophe. Weg. Ja. Ja. Herr Dietja? Ja. Aber sind Sie sicher, dass Sie sich absetzen? Ich ja. mache eine Wette, Sie landen bestimmt wieder in irgendeinem Dorf, wo es wieder irgendwas gibt mit irgendeinem Wettkampf. Oh, ich hoffe nicht. Da habe ich die Nase voll von Typen wie Ihnen. Warum? Ja, immer dieses Betrügen und garstig sein. Wilma, hast du das gehört? Oh, hör auf zu fahren. Das ist schon böse, ne? Also betrügen? Immer den Ellenbogen raus und ach, ich will das sind das wir, nicht Das mehr. Klingt nicht nach uns. Das klingt nicht nach uns, Wilma. Sind die aber anderen letztens, so schlimm, ehrlich jetzt? Er hatte letztens mit dem Mähdrescher den Polizeiwagen von Herrn Streng kaputt gefahren. Das war ich mit aus. Voller Absicht. Die Idee ist mir voll hinten reingefahren. Ja, von ich würde sagen, das habe ich anders gehört. Da stand gar keiner. Saß gar keiner drin. Wer wo? Im Mähdrescher? Sag ich ja. Und der ist draufgefahren. Ja, so habe ich das auch gehört. Nee, im Bus. Was im Bus? Bus ist auf den Mähdrescher und auf den Polizeiwagen der gefahren? Polizeibus. Der Polizeibus? Ja, da stand keiner drin. Wie, da stand keiner drin? Ja, da stand keiner im Führerhaus. Im Mähdrescher? Nein, im Polizeibus. Was denn für ein Bus? Hä? Ja, der Polizeiwagen. Ja, verstehe ich nicht. Ach, ja, das war mein Bulli, bis sie den platt gefahren haben. Ach, danach das war ein Bulli? Ja. Das ist ein Ding. Hätte ich nicht danach, hier da... Hä? Ja. Ja, und jetzt ist ein Passat, ne? Ach nee. Ja. Aber das ist doch gut, oder? Ja, super. Also zum Parken wesentlich besser. Ich hab... Ja, ich, gut ins Parkhaus kommt er rein. Ja, sehen Sie? Ja. Dann ist es doch nur von Vorteil. Ich hab mal eine Frage. Ja. Muss man so tief einsteigen. Für alte Menschen ist das nix. Nee, das stimmt. Das sage ich Ihnen, wie es ist. Ich bin ja auch einer, der eher gerne ein bisschen höher einsteigt. Ja, sehr, sehr. Diese bequem. Sportautos. Wissen Sie, wo man immer so furchtbar. Reinfällt? Also rein geht ja. Da lässt man sich einfach flutschen. Genau. Aber raus! Was denken Sie, auch wie viel. Einen Kran für, ne? Ja, was denkt. Na, so fett bin ich aber auch nicht, Wilma. Dass gleich ein Kran kommen muss. Ja, das hat ja auch nichts mit dem Gewicht zu tun, Wolle, sondern einfach, weil die dann halt so, ne, wieder aufstehen, die Beine strecken und so, ne? Das ist oh, es Oh, die ja. Gelenke, der Träumer! Ja. Was sagen, da das ist nicht keine Gewichtssache, erfunden. Sondern die Gelenke. Ja. Sag ich Ihnen. Das schlägt da mein Räumer immer zu. Das gibt's jetzt auf dem Teleshopping-Kanal, wissen Sie. Ach, was denn? Oh. Ja, ich hab's das letzte Mal verpasst. Das ist wie so ein Kletteranzug. Wissen Sie, so ein Gestrüpp da, was man sich umbindet. Und das kann man einklinken, da wo Ach man so. Die am Griff, beim Einsteigen, wissen Sie, oben. Ja. Und dann kann man sich langsam in den Sitz runterlassen. Und auch wieder hochziehen. Aha. Das ist ja ein Ding, klingt ja voll spektakulär. So eine Einsteigehilfe. Aha. Für Einsteiger quasi. Ja. Für so, Einsteiger. Nee, für wieso Aussteiger. Wieso kalkt der das so für kacke? Für Leute, die nicht mehr so können. Wieso kalkt der das nicht richtig, Chat? Die bald aussteigen. Das ist ja dann aber wieder toll. Das ist mit Sicherheit eine richtig große und gute Hilfe. Ja, das stimmt wohl. Ein Hoch auf die Technik. Ja, können Sie kaufen. 899 Euro. Ach nee. Ja, mit einer formschönen Tasche. Das ist ein Schnäppchen. Ja. Wilma, kriegst du das alles in den Tank? Ja. Okay, super. Ja, das ist ja der sagen, Wahnsinn. Wieso sollte ich die Tasche in den Tank werfen? Ja, nee, aber ja, das ist ja verrückt. Aber wisst ihr, was das Problem ist bei den hohen Autos, bei diesen SUVs? Nee. Ja, die fahren nicht so schnell wie die kleinen Spottflitzer. Mit der Beschleunigung, dann sind die sind immer so schwerfällig, wissen Sie? So ein kleiner Spottflitzer ist irgendwie besser. Auch weiß ich nicht. Nicht? Nee. Ich bin letztens diesen neuen Dacia-Probe gefahren, diesen Duster. Oh, da war der ist kräftig mit 130 PS. Das ist ein Zappenduster. Ja, der geht weg wie sonst was. Weg wie warme Semmeln? Ja. Und haben Sie gekauft, Herr Ditscher? Nee. Warum nicht? Es ist ein Auslaufmodell. Ach so. Ja, ich warte auf den neuen. Ach, wollt ihr den neuen dann? Ja. Ja. Und dann der ist aber ist ja Zappenduster. Immer besser, ne?
Echt? Was? Neu ist nicht immer besser, nee. Findest du nicht? Nee, es ist auch mal nicht immer Neues immer das Beste. Aber damit werben sie doch, dass es dann besser ist. Ja, das sagen also. Die, aber das ist ja am Ende gar nicht so. Und zu sagen, dass die einen anlügen? Nein. Also ich wechsle seit Wolle. 45 Jahren die Ehefrau alle 5 Jahre. Ich kann die sagen. Macht das Sinn, Herr Ditscher? Ja. Ist das nicht teuer? Nee. Nee? Nee, man muss die nur richtig entsorgen. Herr Ditscher, okay. ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da noch die richtigen Gesprächspartner dafür sind. Nicht, dass sie da mal einer verrät. Ach was, wer soll denn mich verraten? Ja, weiß ich nicht. Auch nee. Nicht. Aber wir sind ja Freunde, wir würden das so ja nicht sagen. Nee, ne? Sojabohnen nicht mäßig, würden wir das gar nicht machen. Ne, so Geld schmeckt halt auch, Herr Ditscher, oder Punkte, wissen Sie, ne? Unterstreicht diese Freundschaft und oh, so Lexi, weiter warum? Auch sehr. Warum, Lexi? Verschwiegenheitsklausel. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt eine Strafe aussprechen sollte. Warum? Das ist ja eine umgedrehte Bestechung. Nee. Wir schützen Sie doch nur davor, dass Sie nicht im Knast kommen, mit Erpressung. Dem, was Sie gerade gesagt haben. Erpressung. Aber Herr Ditscher, das melde ich der Polizei. Ja, ja wir sagen das auch der Polizei. Dann sagen wir der Polizei, dass Sie alle 5 Jahre eine Frau entsorgen. Also ich Ihre Frau entsorgen. Das stimmt ja gar nicht. Das kann doch. Ja jeder sagen. Ich wollte gerade sagen. Ja. Und wir haben das aufgezeichnet. Was haben Sie aufgezeichnet? Das ist auf Band. Nö. Was? Das sage ich dem jetzt, Wilma. Ja, das ist auf Band. Gut. Ja, wir haben das aufgezeichnet. 100.000 XP oder du bist fällig, Ditscher. Ja. 250.000. Okay, Wilma. Level 40, Junge. sonst gehst du ab. Hast ja nicht mehr lange, aber die Zeit gehst du ab. Also 250 XP kann ich anbieten. 250.000. Ja. Wilma. Yep. Was meinst du? Jetzt 250.000 finde ich gut. Achso, ja, 1000. 1000, Herr Ditscher. 1000. Okay, pass auf, wir kommen Ihnen ein klein bisschen entgegen. Ja, genau, 1000. Ich komme jetzt nämlich runter, beziehungsweise ich fahre sogar mit dem. Nee, halt, stopp. Ich fahre aufs andere Feld, Leute. Ja, bitte mach das. Ich bin verwirrt. Für 250.000 XP. Ja. Kriege ja neue Pässe und eine Reise nach Bolivien. Da müssen Sie aber erstmal ankommen. Jo. Ja, das stimmt. Außerdem habe ich früher bei Interpol gearbeitet. Wir fahren weltweit. Interpol. Wieso triffst du mit dem, Wilma? Achso, weil das der Große ist. Ja, ich wollte gerade sagen, und den hatte ich doch letztes Mal auch. Ja, manchmal schon, ne? Ich bin auch wieder von mir selbst begeistert. Wahnsinn. In solchen Momenten. Ja, ne, Herr Ditscher. Also 250 XP abgemacht. 1000. 1000 XP abgemacht. 250.000. Wilma, du musst ihnen ein bisschen entgegenkommen. Du bist schlecht, du verhandelst sehr schlecht. Was denn jetzt? 250 oder 1000, sie machen mich ja irre. Sag 1000. Okay, also. Ja? Ja, na klar, Mann. Okay, dann 1000. 200.000. Was? 200. 1000. 1000 oder 200. Der hört hatte. Sie machen mich verrückt. Ja, der hört hatte. Ja, die Wilma ist anstrengend. So geht das auch beim Teleshopping immer. Da sagt sie immer, sie hat einen Besteckkasten bestellt und dann hat sie zwei bestellt. Dann haben die gesagt, oh ja, aber für den Doppelpreis habe ich 5 gekriegt. So. Ja. Ja, und so geht das. Und dann kam direkt danach kam die Staubsaugerwerbung. Da konnte sie auch nicht widerstehen. Ich wollte gerade sagen, Staubsauger, aber Wolle, die sind auch einfach gut, diese Staubsauger. Das musst du auch sagen. Sie halten mindestens 3 Monate. Ja, wunderbar. Also, Herr Ditscher, geben Sie uns 1000 XP und wir vergessen, dass Sie alle 5 Jahre Ihre Frau entsorgen. Ich denke drüber nach. Ja? Ja? Denk drüber nach. Ja, machen Sie das. Ansonsten sag ich Ihnen, wie es ist. Da. Ja. Gibt das Ramba-Zamba im Karton, nämlich. Ja. Im Ramba-Karton, Zamba-Karton. Ja, das mit den 1000 ist schon okay. Wir können ja dann nochmal irgendwie demnächst nochmal drüber sprechen. Genau. Über was denn? Naja, ob sich das Angebot so hält, also ne, dass wir unsere Verschwiegenheit so behalten. Ja, genau. Ja, man muss ja, ne, es ist wie eine Parkuhr, muss man auch nachlegen. Ja. Da müssen wir immer mal eine Münze reinwerfen bei der Wilma. Immer mal eine XP-Münze. Was? Ja. Ja. Was? Das klingt aber falsch. Ja, bei der Wilma müssen wir immer mal nachmünzen. Also, das wird mir jetzt so viel. Ja, was denn? Bett. Ja, ich melde mich morgen früh. Ja, machen Sie das mal. Ja, wieder hören. Wir arbeiten durch, wie immer. Ja. Ja.
Und Sie haben bis 7 Uhr Zeit. Nee, wann stehen Sie auf? Um 6. Um 6. Sie haben bis 7 Uhr Zeit, die 1000 XP zu bringen. In einem schwarzen Koffer. Ohne die Bullen. Ja, oder ich komme mit der Adelheid. Oder so. Also die Adelheid darf das auch gerne uns übergeben. Natürlich. Die kommt mit der Waffe. Was für eine Waffe? Ja. So, ich muss jetzt los. Wieder ran. Tschüss. Tschüss. Ja, hat's ja doch nicht alle, ganz ehrlich. Guck mal, das ist jetzt auch noch eine Drohung mit Waffengewalt, Wolle. Boah, jetzt sag ich dir, jetzt sind's 1100 XP. Ja. Jetzt kann der sich ganz warm anziehen. Ich geh mal schnell zum Spediteur. Mach das. So. Nicht alle 5 Jahre. Pause. Servus. Ich stonne hier, ne? 7 und... Was? Was sagst du? Sei doch mal nett und komm mal aus dem Traktor raus mit dir unter 4 Augen mit mir. Nenn dich immer ein Telefon, wenn du hier hochfährst. Ja, warte. Ich bin doch hey. Wieso kann ich nichts mehr abladen? Jetzt. Was hast du denn da schon wieder? 47.300 Stroh. Hallo, Herr Krause. 47.300 Stroh sind da hinten drin. Sehr schön. Jetzt bist du endlich mal nett zu mir, weißt du? Ich bin immer nett zu dir. Ja, warte, rufst du mal an, wenn du vor mir stehst. Ja, was willst du denn nicht, dass du die ganze Zeit hier oben rumpimmelst, Menschenskinders? Ja, komm mal einfach. Manchmal bist du da und dort. Hallo, ich bin immer hey. Ich bin immer hey? Ich mach sauber. Ich bin hier. Immer hey, ho, hey, hey, ho. Hey, oh, es ist leer, ich muss weiter. Messen im Dialekt lustig. Bis da? Nee, gar nicht. Ja, merke ich schon. Ich weiß nur nicht, was hey heißt. Also. Hey, du. Jetzt schau mir mal zu. Ich kürze alles ab, weißt du? Ach so. Ja, gut, ist in Ordnung. Machst du noch ein I dazwischen und zum Schluss ein R, dann passt das. Okay, alles klar. So. Ach so, ja, hier. Ah! Sagst du Bescheid, wenn ich einloggen kann? Ja. Also, ich suche groß. Warte. Kannst du nicht machen. So, wie viel war das jetzt? 4, 7, 3, 0. Jo. Ist drin? Jo. Alles klar. Danke dir. Sehr gerne. Hast du das jetzt schon gut geschrieben? Ja, ist. Ach so, scheiße. Ich hab nicht gesehen, wie viel es war. Naja, egal. Ich hab zu schnell geklickt. Gut, danke dir. Jo. Ciao. Ich bin gleich wieder da. Jo. Meine Güte, ich bin heute aber auch nur... Wilma, ich bin heute nur am Rumfahren. Das ist eine Katastrophe, ey. Ja, aber fahren ist doch gut. Das bedeutet, du bist noch in Bewegung. Ja, ich fahre nur hoch, runter. Das ist heute echt, ey. Heute ist wirklich... Haben wir eigentlich noch Silage, was wir abgeben wollen? Ja, mache ich gerade. Ach, sehr gut. Ach, deswegen fährst du hoch und runter. Hä? Hast du die Beinpresse jetzt gar nicht hintergefahren? Doch, die ist unten. Bist du hochgelaufen? Ja. Nee, ach so. Du sollst die Beinpresse an die 79 stellen. Hatte ich gesorgt. Ach, die... Oh, entschuldige, das hatte ich falsch verstanden. Ich dachte unten auf zur 75, weil da steht sie. Ach so, nee, alles gut. Ich hatte gedacht, dass das dahin soll. Alles gut. So, dann fahre ich die mal kurz auf Seite. So, dann können wir nämlich den Anhänger anhängen. Und dann können wir mal noch eine Runde Silage machen. Ja. Oh, jetzt 0 Uhr könnt ihr vielleicht... Oh, wir müssen auch die anderen Silageballen vom Feld holen, so langsam. Ja, so ein paar, ne? Ja. Ja. Ja, ich bin hier auf der 42 und ernt hier schon wieder fleißig. Ja, du kriegst wahrscheinlich alles runter, wa? Ja, ich muss jetzt noch einmal wieder abgeben, weil ich ja eben keinen Zwischenstopp gemacht habe, sondern direkt hier hoch und voll machen. Und, ja. Ach so, wie viel hast du jetzt drin? Gleich, warte, 18.000. Okay. Und damit fahre ich jetzt runter. Und, boah, ist super leise. Ein bisschen hüpperli hier. Aber sehr hüpperli heute. Hupsa. Hupsa, labaluba. Oh, bleib jetzt stehen. Hopp. Wie geht's wieder? Jetzt. Ja, und jetzt fahre ich einmal zum Silo und gebe 18.000 Liter ab. Dann geht's weiter. Super. Ja. So. Gut, und ich fahre jetzt 24 Ballen weg. Sehr gut. Die sind fertig, aber so wie es aussieht, sind die anderen noch nicht fertig. Okay, na gut, 10 ist klar. Das ist jetzt gerade erst gemacht worden. Bei den anderen... Ja gut, die anderen Felder weiß ich nicht, wie es da aussieht. Nee, die können... Ja, weiß ich, es eigentlich letzte müssten doch... Woche, ne? Haben wir die letzte Woche gemacht, dann ist das erst die erste Nacht. Ja, wie lange brauchen die? 2, ne? Ich glaube, ja. 48 Stunden, ne?
In der Meinung. Ich glaube, ja. Ich glaube 48 Stunden, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann dir sagen, die Seitenstecher, die knallen hier richtig viel Zuckerrübenschnitzel, knallen die hier oben alles beim Spiditür. Da geht's jetzt los, ne? Ja, ich glaube, die werden heute Rambazamba machen in der Abgabestelle. Ja. Das befürchte ich auch. Es ist der Tag, vor dem wir uns gefürchtet haben, Wolle. Naja, heute sehen wir dann, was ist und was nicht ist. Aber mein Gott, Wilma, wir gucken der Wahrheit ins Auge. Am Ende möge der Bessere gewinnen, sage ich immer. Es ist so. Wir haben uns auf jeden Fall haben wir Gas gegeben. Also wir können jetzt nicht sagen, dass wir uns hier nicht angestrengt haben. Man muss ja sagen, es war immer wieder ziemlich knapp. Also deswegen würde ich auch sagen, wir haben hier schon einen guten Job gemacht bisher. Finde ich auch. Ich meine, wir gehen Richtung Level 36 langsam, ne? Ja. Oh, oh, oh. Au. Das ist so schwierig hier. So. Oh, please. Oh, wie nett, ich werde hier durchgelassen. Im Silo. Das ist sehr gut. Es regnet, stopp. Ja, ich bin, Obwohl, wenn die Meldung... Achso, du bist gerade auf dem Rückweg. Ja, ich gebe gerade beim Silo ab. Ah, ja. Alles okay. Wie viel hast du abgegeben? Dann sage ich dem gleich Bescheid. Ich gebe jetzt gleich 18.000 Liter ab, wenn ich drankomme. Also ich stehe jetzt hier gerade und werfe das jetzt gleich rein. Ich muss nur erstmal richtig hinfahren und so, dass ich drankomme. Und dann sind es 18.000 Liter. Gut. Okay, pass. Krause. Hallo, Herr Krause. Ich soll einen schönen Gruß sagen von der Wilma. Die gibt gerade 18.000 Liter bei Ihnen ab. Ja, stimmt. Die versucht gerade, ne? Ja, also ich wollte nur sagen, 18.000 Liter Hafer kommen jetzt ins Silo. Und ja, da gibt das. Und ich bringe 24 Silageballen gerade. A 5.500. Aber das richtige Silage, keine Kleesilage. Das ist Jod. Das sehe ich ja, wenn du hier bist. Ich muss davor, möchte ich proben, ob ich kontrolliere, ne? Wie bitte? Oh, fuck. Ich muss da kontrolliere. Ja, das kannst du ja machen. Stimmt, ne? Ich sag dir ja, ich kann dir aber trotzdem schon mal sagen, was ich geladen habe. Wie lange brauchst du denn noch? Ich fahr gerade die Straße hoch. 200 Meter, ich sehe die Wilma schon, wie sie da abtankt. Die ist fertig, glaube ich. Jo. Gut, dann kannst du es fertig machen, dann gebe ich das ab. Soll ich umhängen nur oder wie wollen wir es machen? Ja, ne? Gib abhinken. Wo? Wenn du gerade aus durchfährst, da kannst du abkippen, da in dieses Gitter drauf. Ah, okay, passt. Warte, da fahre ich da rein. Also der Hafer ist drin. Ja. Hast du? Jo, passt. So, 24 mal 5,5, ne? Ja, ich warte alles fertig jetzt. Gut, dann würde ich das noch annehmen. Ja, so. Ich hier. Was denkt ihr zum Stress in die Uhrzeit? Ja, ich weiß ja, wie es ist, ne? So, Hafer, ne? 18.000. So, und jetzt. Boah. Jetzt. Ja, so. So, ganz los hier. Ja, habe ich. Sehr gut. Dankeschön. Oh, tschüss. Ist aber ganz schön knapp jetzt, ne? Tschüss. Halleluja. Wilmi, wir gehen auf 36. Ja. Oh, jetzt wird's spannend. Gut, dann erzähl uns was. Ich wollte gerade sagen, dann sind wir für heute am Ende, ihr Lieben. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Ja, es wird halt gerade richtig knapp, ne? Super spannend, das Ganze. Ich glaube, es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was wir uns hier gerade liefern mit den lieben Seitenstechern. Und wir hoffen natürlich, dass es euch wie immer gefallen hat. Schaut beim lieben Tino einmal vorbei. Der Kanal ist wie immer unten verlinkt. Genauso natürlich unsere Kontrahenten. Lasst überall ein bisschen Liebe da. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und würden sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.